Salut, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Auto Survive. Nein, ich wollte ja nicht den scheiß Helm mitnehmen. Ja, herzlich willkommen zurück und so. Wir waren auf der Suche nach dem Heiligen Gral und so. Ich will die Tür aufmachen. Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt liegen hier denn die ganzen scheiß. Ey, krass aus. So, Tür öffnen bitte. Thank you. Dann gucken wir. Oh, wow, 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 wow. Wird das jetzt morgens oder lohnt es schlafen ja nicht mehr, weil gleich wird es. Jetzt kann ich die scheiß. Jetzt kann ich die verschissene Tür nicht zumachen, weil die scheiß Helme jetzt hier rumliegen, ey. Flipp hier aus, ey. Ich krieg hier irgendwann mal ein Herzkasper. So, weil gleich wird es nämlich passieren, dass ich. Nee, eigentlich nicht. Hä? Ja, hast du gedacht, Wayne. Du Pfeifenkopf, du. So, puh. Was war das jetzt? Das war jetzt das. Hä? Nehmen wir mal das, ne? Uiuiuiui. Mein lieber Scholli. Da bin ich ja schon wieder voll. Da brauche ich jetzt auch nicht schlafen. Läuft. So, nachgeladen. Frisch ans Werk. Wegrennen hilft dir unisch. Und dir auch nicht. Oh, Pilze. Ja, warum nicht? Was los, Freunde? Na, wo kommst du denn her? Und wo kommst du denn her? Und wo kommst du denn her? Und wo kommst du denn her? Freunde. Oh, eine Flasche und eine Rolle. Da sag ich nicht nein. Ah, guck mal, da hinten ist ein Silo. Hi. Na, du Scheißaffe. Ah, ja. Will sie mich verarschen? Wie wär's, wenn ich dir auf die Fresse haue, du dämliches Mistvieh? Oh, geil. Was? Nee, also nee, ich habe dem Affen gerade keine Gewalt angedroht. Da müsst ihr euch verhört haben. Das würde mir im Saum niemals einfallen und im Traum auch nicht. So, was haben wir denn hier unten? Oh, sind die jetzt aufmerksam geworden? Sind die jetzt Angry Birds quasi? Und wollen sich für diverse Dinge rächen? Ein Topmodel. Mann, Kopf zu. Das hilft dir sowieso keiner. So. Gut. Haben wir denn noch ein bisschen Alkohol da? Ja, haben wir. Und zwar. Boah. Die Flasche ist jetzt leer. Könnte ich quasi jetzt zusammenfügen. Und dann so. Und dann. So, gut, dass ich den Kanister voll gemacht habe. Sonst wäre scheiße, würde ich mal sagen. Und es wird Tag ausgezeichnet. Ich bleib noch mal kurz beim Feuer, ne? Noch mal kurz hier. Schön das Feuer genießen. In ruhigen Minuten setze ich mich gerne ans Feuer, rauche eine Zigarette und singe das Marlboro Man-Lied. Nein, natürlich nicht. Es war nur ein Spaß. Ich rauche natürlich Gras. Oh Scheiße. Ja, sowas darf ich ja gar nicht erzählen. Nein, das mache ich nicht. Also ich bin gegen Drogen. Wirklich jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Aber wenn das einer macht, soll er halt selber wissen, ich bin ja nicht der Vater.
So. Sö mit Ö. Die sind da am Verknusen. Ja, das habt ihr jetzt davon, Freunde. Ich hab euch gewarnt, ich hab euch gewarnt. Ihr wolltet nicht hören. Hab ich euch gewarnt? Falls ich nicht gemacht habe, dann entschuldigt bitte. Dann warne ich euch hiermit. Also, hiermit. Meinst du? Oh, erzähl bloß nicht weiter, ey, sonst krieg ich Ärger mit der Post. So, da müssen wir auch hin. Aber ich könnte rein theoretisch... Ah! Ja, rumblöken, hilft die Uni weiter. Halt die Backen, mach den Kopf zu. Ja, dann müsst ihr wahrscheinlich hier unten lang latschen, ne, Freunde? Ihr lerntet nicht, ihr lerntet nicht. Aber Stoff, das könnt ihr mir immer mitbringen. Hallöchen. Guten Tag, entschuldige, wenn ich störe. Ich wohne hier. Ab sofort. Munition nehme ich natürlich auch gerne. Das nehme ich auch. Oh, geil, ein Kanister. Na, was soll ich denn davon halten? Dann kann ich mich ja hier nochmal befüllen lassen. Tun. Oh, ach du Scheiße, meine Emotion geht langsam zu Neige. Dann. Sehr schön. Die ist voll. Ach du großer Vater. Ich brauche Munition, aber ich müsste doch eigentlich... Ja, wunderbar. Läuft doch, läuft, läuft, läuft. Und läuft, und läuft, und läuft. Super. Dann gehen wir mal hier lang. Oh, Kräuter, sehr schön. Die wollen jetzt alle zu mir, oder was? Oh. Also, sorry, das muss ich jetzt opfern. So, erstmal kurz das Pflänzchen zusammenfügen. Hiermit. Und dann... warte mal, wenn ich das gut anstelle... müsste ich doch ein... Hallo? Achso. Genau so habe ich mir das gedacht. Genau so. Du stehst auf. Du ein Arsch offen. Und zwar, Freunde der munteren Unter... Achso. Ich meine natürlich Freunde der... So. Dann so. Gedönse so und Gedönse so und dann ausrüsten. Dann gucken wir mal, wie cool wir jetzt sind. Oh, Schutz hoch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Na, das sieht doch noch was aus. Jetzt haben wir einen Gesichtsschutz.
Ist so ein Traum. Also ich meine, was will man mehr? Ich glaube, von hier kamen wir, oder? Krass, wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Ach, was? Der ist jetzt die ganze Zeit da hoch rumgelaufen? Krasse Scheiße, würde ich mal sagen. So. Ich brauche mehr Flaschen. Ich brauche auf jeden Fall mehr Flaschen. Scheiße. Was meine ich jetzt? Naja, vielleicht finden wir ja noch welche. Da waren wir schon. Oh, sehr schön. Wow, 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 wow. Freunde. So ja nun nicht. Pilze immer gut. Ach du großer Vater. Na, das kann ja Eiter werden. Ui, okay, da war nichts drin. Doof. Also finde ich persönlich doof, eigentlich. Was haben wir hier noch? Ja. Eine Kette. Oh ja, wer weiß ja. Man weiß ja nie. Ignoriert mich einfach. Ich bin gar nicht da. Boah. Alter, das wird jetzt bestimmt ein tierischer Krampf. Das heißt, ich werde mir mal die gedönsten Dinger hier irgendwie. Okay, eine Brille brauche ich eh nicht. Aber Munition werde ich brauchen. Alter, das wird echt. Alter, wird das ein scheißiger Kampf. Oh ja, das wird ein beschissener Kampf. Ja, der Geier, die kommen gleich hinterher. Ist ja ein Traum. Freunde, kommt mir nicht blöd. Bin ich nicht zu Spesen aufgelegt. Na, das ging ja doch noch relativ gut. Aber ich habe gesehen, die Heinis, die sind jetzt auf dem Weg hierher. Oh, geil, Flasche. Jawollo. Hör mal her damit. Die Heinis sind jetzt auf dem Weg hierher und ich muss jetzt erstmal warten, bis die da sind. Könnte einen Moment dauern. Ich meine, ich habe ja Zeit. Mehr oder weniger. Unterdessen kann ich ja mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch was Schönes. Munition sind wir auf jeden Fall jetzt voll. Oh, Stoff, geil. Her damit. Ja, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, wird's heute noch was? Braucht ihr irgendwie eine Sondereinladung oder so? Munition? Oh, Dünger, auch nicht schlecht. So, kurz gespeichert. Tür geschlossen. Finden wir hier noch irgendwas? Und dann quatschen wir mal. Hallo.
Surprised you're alive. Hm, ja. Surprised I'm alive. Tja. Some crazy freak in a mask found me and locked me up in here. Das blöde Arschloch. Ist das Korak? Levelaufstieg. War das Korak, der kleine Pisser? Wenn er das war, ich bringe ihn um. Man sollte niemals eine Mutter von ihrem Kind trennen. Da wäre die stinksauer weg da. So, Level up. Explosionspfeile, da haben wir es ja jetzt. Sprengpfeile, sehr schön. Ist hier gekauft? Ich will Sprengpfeile bauen. Feuer will ich aber. Nochmal kurz ein bisschen was verbauen. So, und zwar. Nein. Mist, ich brauche Flaschen. Ich hab, glaube ich, nur eine Flasche. Hm. Ja. Egal, kriegen wir noch hin. Warte mal, wie sieht's mit unserer. Wir haben Hunger. Essen, Essen, Essen ist immer gut. Können wir auch gleich mal was trinken. Haben wir wieder eine Flasche mehr. Dann quatschen wir mal. Ja, sie lebt. My daughter's alive? Mhm. Are you sure she's safe? Jein. Show me where she is. Mach ich. Please. Keine Sorge. She's hiding on a small island. Ja. Kovacs Island. That's the worst place for her to be. He's the weirdo who locked me up in here. He answered the SOS of our boat too. Yes, I'm sure it was him. He said his name was Kovac. And he guided our boat in. He guided us right onto the reef. The bastard. No, he never helped us at all. Why is he helping you, but trapping me like this? Uh-huh. This asshole has something up his sleeve. Oh yeah. Of course I want to escape. Do you have a plan? A pilot? No, sorry. I was on a sailboat. Wandering this island, I met an old lady with a dead cat. Ja, kenne ich. Strange, I know. Mhm. But she knows these islands very well. Maybe she can help you. Okay. I'd help you find her, but I've got to go get Emily. I'll meet you back at the airplane. Okay. Ha. Ja, Freunde. Ach, die sind wieder am Knuspern. Na, das ging ja schnell. Blöck doch nicht immer so rum hier und so. Wir füllen mal eine Flasche auf. Oh, cool, ein Kraut. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht was draus machen könnten. Zusammenfügen. Und jetzt würde ich ganz gerne. Nein. Scheiße, Mann, wie mache ich denn das jetzt? Hm. Schittinger, würde ich mal sagen. Puh, uiuiui. Ich guck mir mal das Rezept an. Waffen. Sprengstoff, Sprengpfeile. Nee. Wirklich nicht? Nicht mal so ein bisschen? Finde ich jetzt aber doof. So. Nee, ist nur für eine Axt. Achso, das sind Brandpfeile. Scheiße. Sprengköder. Wir müssen das Rezept noch finden. Mist. Finde ich scheiße. Egal. Korak, die kleine miese Ratte. Also, der kriegt ordentlich einen... Du kannst sauber drauf wetten. Der kriegt nur einen Lauf. Also,
So, springen wir das mal kurz auf. Vielleicht ist ja da was. Oh, oh, nice. Ein Rudel Topmodels rennt auf uns zu. Hilfe, Hilfe. Aua, aua. So. Aber Stoff nehme ich natürlich gerne. Da sage ich nicht nein. So. Du mieses kleines Arschloch, Kovac, ey. Also, da kannst du dich drauf verlassen. Dich kümmern wir uns. Juhu, eine Flasche. Sehr schön. Die können wir auch gleich mal... Ach nee, brauchen wir jetzt nicht befüllen. Die Viecher respawnen gerade. Hallo. Uiuiui, hier haben wir auch ordentlichen Saustall hinterlassen. So, wir müssen jetzt zur alten... Okay. So. Jetzt sammle ich hier die Pilze auf und verbaue die nicht mal. Ich bin ja auch super. So. Jut, jut. Mensch, Mensch. Das wird ja spaßig. Und so. Ignoriert mich, bin gar nicht da. So, oh, warte mal, was ist denn in der Hütte da drin? Achso, ja, so, liebe Freunde. Wir quatschen aber erst in der nächsten Folge mit der netten Dame und ihrem süßen Kätzchen. Hm? Ich hoffe, die hat die Katze wenigstens gebadet. Ja, wie auch immer. Gut, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Folge. Und bis dahin würde ich sagen, macht es schick und lasst es euch gut gehen. Tschüss.